Hallo und herzlich willkommen zurück zu F1 23, meine Teamkarriere hier auf dem Pixelating-Kanal mit mir, dem Ray. Der große Preis von Österreich steht als nächstes an, doch wie immer, bevor wir die Renn-Action sprechen lassen, gibt es noch ein bisschen was im Teammanagement zu erledigen und ich sehe auch gerade im Nachrichtentab ploppte was auf, also da wurde was geschrieben, Motorenprobleme. Wir haben ein bisschen, ja, als Wiedergutmachung Forschungspunkte bekommen, da sage ich natürlich nicht nein, die nehmen wir natürlich gerne mit, die werden wir auf jeden Fall auch noch brauchen. Ja, Aktivitäten können wir eigentlich auch schon gleich machen, ich bin nur gerade am Schauen. Ein bisschen Cash, okay. Wir können den Antrieb quasi zweimal pushen. Aero will ich jetzt nicht, weil da haben wir zu viel Mali bei den anderen Sachen. Das kostet, das, da bekommen wir was. Okay, das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Ansonsten Team und Fahrer pushen finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Dann haben wir nämlich genau die drei Slots voll, beziehungsweise die 9 Tage. Ja, des Weiteren ist in der Forschung und Entwicklung, ist bei der Strapazierfähigkeit eine Sache durchgegangen. Und dann auch noch beim Triebwerk, genau, die sind auch noch durchgegangen. Und wenn ich richtig liege, müsste eigentlich jetzt hier auch noch, genau, die Rolldämpfer sollten eigentlich noch fertig werden, beziehungsweise die werden auf jeden Fall fertig, die haben wir ja erneut anstoßen müssen. Und das bin ich gerade auch am Überlegen. Haben wir noch was? Ah, Frontflügel haben wir noch was in Entwicklung. Genau. Und da habe ich ja, glaube ich, gesagt, wir werden... Weil ich Frontflügel... Achso, nee, das ist für den Luftwiderstand. Okay, da habe ich nichts gesagt. Genau, da haben wir noch die zwei Teile. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir... Wobei, es macht da nicht keinen Sinn. Im Prinzip... Ja, das dauert zu lang. Nee, nee. Also, wenn, dann würde ich wieder gerne Frontabtrieb und Heckabtrieb gleichzeitig machen. Deswegen warten wir da mal noch. Hier warten wir jetzt auch noch kurz die 3 Tage, hätte ich gesagt, bevor wir das nächste anstoßen. Und ja, hier können wir gerade noch nicht. Okay. Und hier wurde ich auch darauf hingewiesen, dass ich ja einen Teil super günstig habe. Genau, hier haben wir 100% Rabatt. Da wäre es hier dumm, es nicht anzustoßen. Ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall mal. So. Und dann würde ich sagen, warten wir noch ganz kurz diese 3 Tage ab. Ob das, also mit dem Rolldämpfer geht auf jeden Fall durch und dann stoßen wir aber halt das nächste Teil im Chassis an. Ich habe gesagt, wir müssen Chassis pushen, pushen, pushen. Und dann gucken wir einfach mal, dann können wir weiter planen. Die 9 Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Was haben wir denn hier? Okay, wir haben eine Moralsteigerung hier. Das ist ein Ergebnis aus einer Entscheidung, die in der Vergangenheit liegt. Wunderbar. So, das ist durch. Da machen wir gleich auch Pause. Und dann gehen wir entsprechend hier auch gleich in die ja, weitere Entwicklung. Wir können jetzt natürlich Gewichtsumverteilung machen. Wir könnten auch Gewichtsreduktion machen. Aber ich würde sagen, wir pushen, auch wenn es echt scheiße teuer ist, weiter in die Reifenabnutzung. Also, dass die... Also das klingt jetzt falsch, in die wenigere Reifenabnutzung. Einfach, weil ja, wir da die größten Defizite haben, meiner Meinung nach. Ja, große Upgrade, Reifenabnutzung, vertikale Schläge werden besser absorbiert, wodurch die Reifenabnutzung reduziert wird. Also, na, nach den Rolldämpfern dürfen jetzt auch die Hubdämpfer ran. Wird allerdings erst, wenn ich es richtig sehe, nach Ungarn fertig, beziehungsweise noch vor Belgien. Aber okay, dann ist es so. Nehmen wir natürlich mit, wir sehen auch rechts, wir haben einfach das schlechteste Chassis und das wäre natürlich schon ein sehr, sehr gutes Upgrade und auch ein wichtiges Upgrade und deswegen gebe ich das sehr, sehr gerne aus. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen, hier, ja, Treibstoff ist eigentlich weniger das Problem, ich weiß, es ist super günstig jetzt mittlerweile, und hier, ja, wie gesagt, wir könnten höchstens halt in die, ah ne, können wir noch gar nicht, ich habe gerade überlegt, ob wir in, ja, oder sollen wir halt das Heckding schon mal anstoßen? Ich meine, dann wäre es auf jeden Fall vor Ungarn fertig. Uns andere dann danach anstoßen. Dürfen wir halt dann nicht vergessen, dass wir dann das nächste Mal den Frontabtrieb auch noch mit gleichzeitig machen. Aber dann machen wir das jetzt einfach mal. Hätte ich gesagt. Ich meine, mehr Aero für Ungarn ist jetzt sicherlich auch nicht gerade der schlechteste Weg. Deswegen sollte das jetzt erstmal passen. Dann haben wir hier wieder ein bisschen was in Entwicklung. Stehen ja aktuell eigentlich ganz gut. Ist auch interessant, ne? McLaren jetzt mittlerweile vor Aston Martin. Wir dürfen halt bei den Balken jetzt... Der Balken ist ein bisschen verlockend. Nicht verlockend, irritierend. Hier müssen wir eher gucken. Beziehungsweise, ja, das sind halt auch die... Beim weißen Strich halt, der ist entscheidend. Und da sehen wir, dass McLaren, Aston Martin... Also McLaren hat ja einen Ultrasprung gemacht. Wann ist denn das passiert? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, schon länger her. Vielleicht habe ich es mitbekommen und habe es wieder vergessen. Kann auch sein.
Ja, auf jeden Fall, wir sind da im Gewulsch da unten mit drin, nach wie vor, aber die Ergebnisse sprechen ja aktuell eigentlich sehr positiv für uns, deswegen gucken wir einfach mal. Ja, Geld haben wir auch ja ein bisschen, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir da jetzt irgendwie weiter was ausgeben. Ich meine, die Ressourcenpunkterzeugung wäre auch mal nicht verkehrt. Hier wäre natürlich nicht verkehrt, das mal ein bisschen zu pushen. Ja, nee, wir sparen nochmal, aber ich bin gerade im Überlegen, ob wir nicht halt sinnvoll ist, beim Chassis halt direkt aufs zweite Teil hier zu gehen. Mal schauen. Aber wir müssen so oder so Geld sparen wegen Vertragsverhandlungen für einen zweiten Fahrer, weil das steht jetzt, glaube ich, nach Silverstone an. Und das ist ja auch schon bald. Deswegen, ich würde sagen, es eilt jetzt nicht. Wir haben jetzt, glaube ich, erstmal alles Wichtige geplant. Deswegen lassen wir die Zeit jetzt einfach mal voranlaufen. Wir kriegen zwar jetzt nochmal Ressourcen und so weiter rein, aber das passt schon. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. So, unsere Marketingabteilung würde gern wieder Fragen an die Fahrer veranstalten. Hast du Zeit, die aktuellen Fragen der Fans zu beantworten? Ja, klar, das kriegen wir Sand. Ablehnen? Ja, komm, machen wir. Passt schon. Okay. Die Formel 1 wird dort zwar schon langsam beliebter, aber was denken Sie, wie Sie die Herzen der US-Fans für sich gewinnen können? Naja, die zwei amerikanischen Strecken dieses Jahr sind schon mal ein guter Anfang, um bei den Fans Interesse zu wecken. Zwei? Sind es nicht drei? Ovale? Wir können ja ein paar ovale Strecken einführen. Nein, mal im Ernst, die amerikanischen Fans sind mit die fachkundigsten, die ich kenne. Die Amerikaner sind jetzt schon riesen Motorsport-Fans. Sie mögen NASCAR und IndyCar und ich sehe keinen Grund, warum die F1 nicht genauso beliebt werden könnte. Boah, eben. Machen wir mal so. So. Vielleicht ist es für sie, es hinter sich zu bringen, wenn es mal nicht so gut lief. Für mich ist das ehrlich gesagt schwierig. Ich bin selbst mein schlimmster Kritiker und mache mich richtig fertig, wenn ich ein frustriertes Rennen hinter mir habe. Ja, das würde so ein bisschen auf mich schon zutreffen, ja. Ich kritisiere mich schon sehr hart, wenn es mal nicht läuft. Manchmal läuft es eben nicht so gut, wie man gehofft hat. Man muss in der Lage sein, aus solchen Erfahrungen zu lernen. Ich nehme bei jedem alles, wie es kommt und lasse mich von keinen anderen nur. Aber ja, ich mache mal das Mittlere, ist okay. Danke für deine Hilfe. Du hast ja ganz schön viel Fahreranerkennung gebracht, aber ich glaube, das hat mir jetzt kein extra Level gebracht, oder? Nee, aber ich bin kurz vor Stufe 10, aber ich glaube, das ist 12 hier. Ne, 15 sogar erst, okay. Wir hätten eh das Geld nicht dafür. Ja, wunderbar. Ja, marktwerttechnisch sind wir eigentlich, soll das eigentlich kein Problem sein, ne? Was kostet das nochmal? Eine Million, okay. Ja, aber ich gebe da jetzt nichts aus, glaube ich. Wir sparen uns mal das Geld und, oder? Ich meine, was können wir jetzt machen, dass wir das Geld auch wieder drin haben? Ach, das ist mir zu risky. Nee, dann habe ich lieber das Geld. Komm, passt schon. Dann machen wir jetzt hier weiter. Natürlich geht es schief. Oh, das versaut mir wieder alles, ey. Das ist so eine Kacke, dass jedes Mal diese Dinger schief gehen müssen. Und gerade hier wäre es jetzt echt wichtig gewesen, Luftwiderstand zu reduzieren. Nicht genügend Punkte jetzt. Oh Gott, damn it, ey. Das wäre so wichtig gewesen, dieses Upgrade. Vor allem macht es jetzt den ganzen Plan mit Front-Aero, Heck-Aero gleichzeitig halt so ein bisschen kaputt, ne? Naja, gut. Ich werde das auf jeden Fall wieder anstoßen, noch während den Trainings, sobald ich die Ressourcenpunkte wieder drin habe. Deswegen nicht wundern, wenn ich das dann nächstes Mal nicht anstoße. Aber ja, ist trotzdem halt ärgerlich, weil das wäre jetzt schon wichtig gewesen. Aber ja, so ist halt das Leid, wenn halt die Entwicklung bzw. die Abteilung noch nicht so gut sind. Irgendeinen Malus müssen wir ja haben. Es kann ja nicht immer alles gut laufen. So, das überspringen wir natürlich wieder. Und dann geht's zur Reifenauswahl. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir... Oh, ich dachte, wir haben hier ein Sprintrennen. Das war mal ein Sprintrennen, ne? Okay, never mind. Dann, ja, gehen wir mit der Weichenmischung und dann... Wobei, ich bin jetzt gerade... Ne, normalerweise müsste es ja hier stehen, dass ein Sprintrennen ist, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Aber warum steht T2 hinter Q...
Ach, egal. Ich mache jetzt trotzdem mal weich. Hä, eigentlich müsste das doch hier stehen, wenn es ein Sprintrennwochenende ist, oder? Ja, es ist auch ein Sprintrennwochenende. Ich bin dumm. Es steht ja R und R, ne? Oder? Das heißt, das eine ist Sprint, das andere ist Rennen. Das ist ein Sprintwochenende. Aber dann machen wir die ausgewogene Mischung. So, ausgewogen. Wunderbar. Nevermind. Alles richtig. Ich hab's nur falsch gesehen. Gut, wunderbar. Dann geht's jetzt aber endlich mal zur Rennstrecke. Und da gibt's ja heute richtig schön Action. Neben dem Qualifying dann auch gleich noch das Sprintrennen. Ja, und hier an der Strecke angekommen, schauen wir erst einmal auf den Wetterbericht und der sagt leicht bewölkt bis Sonnenschein, definitiv kein Regen. Es gab zwar im ersten freien Training einen leichten Regenschauer, aber der war dann auch nach 5 Minuten schon wieder weg und dann ist auch die Sonne durchgebrochen. Das heißt, gleichbleibende Bedingungen für uns und das hat mir natürlich auch ein bisschen geholfen beim Setup-Bau, wobei ich sagen muss beim Setup-Bau, ich weiß es nicht, ob das ist. Beste Setup ist, was man hier haben kann. Ich habe einfach mal so ein bisschen das eingestellt, was ich aus den vorherigen Rennen ja so mitgenommen habe, was sich so ein bisschen bewährt hat und das hat halt hier auf Anhieb ganz gut funktioniert. Wie gesagt, ich denke mal, es geht auch schneller. Ich habe auch gesehen, einige Hotlap-Setups fahren deutlich mehr Flügel, aber naja, Hotlapping und Rennbedingungen ist zweierlei. Wenn wir nämlich jetzt zu langsam auf den Geraden sind, wovon es nicht wenig gibt in Österreich, dann ja, sind wir vielleicht auf eine Runde schnell, aber wir schaffen es halt nicht, um Positionen zu kämpfen. Und dementsprechend fahre ich schon ein bisschen mehr Flügel als das Standard-Setup hier, sprich auch ein bisschen mehr als die KI, die Konkurrenz. Aber ich glaube jetzt nicht so viel mehr, das sind jetzt 2-3 Klicks. Dementsprechend sollten wir jetzt keinen so großen Geschwindigkeitsnachteil haben und in Windschattenduellen ist es dann sowieso ausgeglichen. Ansonsten, ja, ich fahre wieder natürlich ein bisschen Sturz, bisschen stur, jetzt nicht so übertrieben viel, wie wir es schon gesehen haben auf anderen Strecken, einfach weil hier mehr geradeaus ist und aus engen Ecken raus ist, aber das hat sich so eigentlich jetzt auch wieder bewährt. Ansonsten auch relativ weiche Aufhängung vorne, also mittelhart, sage ich jetzt einfach mal, aber halt jetzt nicht hier bis 40 oder so, was bei den Standard-Setups meistens der Fall ist. Und hinten auch ein bisschen weicher, einfach auch mit dem Grund, weil wir halt natürlich aus engen Ecken raus beschleunigen wollen. Da wollen wir hinten das Ganze ein bisschen weicher einfach haben. Ansonsten Bodenfreiheit habe ich auch ein bisschen gespielt, ein bisschen niedriger und so auch. Aber hier und da müssen wir die Curbs, insbesondere in Kurve 1, ein bisschen härter attackieren. Und dann ist ein bisschen Bodenfreiheit auch nicht schlecht. Auf jeden Fall halt einen ordentlichen Rake. Ihr seht, eine 5er Differenz. Das brauchst du ja schon, auch wieder gleicher Grund, in langsame Ecken rein. Wir haben halt sehr viele gefühlte 90-Grad-Kurven. Und dementsprechend, ja, ist das schon... Ja, wichtig. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel weiter zu sagen. Ich glaube, wenn wir heute ins Q3 kommen wollen, dann müsste ich wahrscheinlich mittlere 1.4er-Zeiten fahren. Ob ich das kann, weiß ich nicht, da ich jetzt ja nur dieses eine Training vom oder an diesem besagten Sprintwochenende hatte. Im Vorfeld vor diesem Qualifying habe ich tatsächlich keinen Quali-Run probiert. Ja, ich habe eher jetzt schon fürs Rennen und so weiter Sachen eingestellt. Dementsprechend keine Ahnung, wie das Fahrzeug mit Softreifen umgeht und keine Ahnung, wie schnell wir sind. Zeiten können wir aber vielleicht schon mal gucken. Alonso sehen wir mit einer 1.5. Okay, das ist aber auf jeden Fall machbar, würde ich behaupten. Schauen wir mal. Also meine Trainingsbestzeit war mit Mediums und ja, semi-vollem Tank eine 1.6 irgendwas. Ich weiß nicht mehr wie viel. 1.6.6 oder sowas. Aber ich sag mal so, die Softs dürften schon einen guten Schritt schneller sein. Eine Sekunde jetzt hier in der Hochrechnung. Okay. Wir werden... Achso, warte mal. Das sind gar nicht frische. Wir müssen das mit einem frischen vergleichen. Es sind nur 3... Oh. Okay. Also laut Hochrechnung sind die Mediums nur 3/10 langsamer. Okay, dann ist meine 1.6 irgendwas, glaube ich, nicht so geil. Wobei, ich bin nicht auf Hotlap-Modus gefahren und auch nicht mit leerem Tank und so weiter. Deswegen gucken wir gleich mal. So, wir lassen die jetzt erstmal fahren, hätte ich gesagt. Und dann gucken wir mal. Also, ich hätte jetzt gedacht, so mittlere 1.4er-Zeiten vielleicht, aber scheinbar nicht. Vielleicht habe ich mich auch vertan, mittlere 1.5er-Zeiten. Wahrscheinlich mittlere 1... Nee, mittlere 1.5er werden nicht reichen für Q3. Dann vielleicht niedriger 1... Ach, wir werden sehen. Ich streng mich einfach an. Ich gucke, dass ich auf der Strecke bleibe. Ist hier manchmal gar nicht so einfach. Und dann passt das schon. Jetzt lassen wir die anderen erstmal alle fahren. Und dann gucken wir mal weiter. Ich würde auch sagen, wir spulen einfach jetzt mal ein bisschen vor, dass die alle ihre Runden gesetzt haben. Ich glaube, wir haben hier genug Zeit,
weil die Runde sehr kurz ist, hier eine freie Runde zu erwischen. Und dann passt es schon. Ja, wie gesagt, McLaren auf jeden Fall deutlich erstarkt, sogar stärker als Aston Martin aktuell. Deswegen mal gucken. Und ich denke mal, die werden jetzt aber auch alle in ihrer In-Lab sein, oder? Ja, sieht so aus. Dann können wir jetzt nämlich auch mal rausfahren. Und dann gucken wir einfach mal, wie es ist. Parkfangnähe wird akzeptiert. Checks complete. Everyone be aware, we've got a car leaving the garage. Ja, die letzte Folge F1 ist jetzt auch wieder ein paar Tage her. Der eine oder andere wird es natürlich gemerkt haben. Da kam ja leider wieder viel Scheiße dazwischen. Ich glaube, das Thema hatte ich aber letztes Mal schon mal angesprochen. Ich habe euch ja vorgewarnt, dass das halt jetzt mal öfters vorkommen kann. Wobei ich jetzt hoffe, dass es ab sofort jetzt wieder regelmäßiger kommt. Aber ja, das Projekt ist natürlich nicht gestorben. Ganz im Gegenteil, dafür macht es viel zu viel Spaß. Das ist halt immer so eine Zeit- und andere Gedingenfaktor. So, jetzt gucken wir gerade mal, dass wir das Ding hier ordentlich auf Temp kriegen. Und deswegen, ja, wie gesagt, lassen wir das Thema einfach jetzt mal stehen. Ich fokussiere mich lieber hier auf das Hier und Jetzt. Und schön, dass du dabei bleibst und die Treue gehalten hast. Glaub mir mal, mich regt es am meisten auf, wenn keine Folge kommt. Das ist halt eine sehr kurze Runde. Vielleicht hier könnte sich vielleicht sogar mal zwei Outlaps lohnen. Wobei, sie gehen schon ganz gut auf Temp. Bis zu Ding kriegen wir das schon hin. Passt das jetzt hier aber schon mal an. Oder vor der vorletzten Kurve gehen wir auf Hotlap. Wunderbar. Dann geht's los. Erster schneller Run. Oh ja, Grip ist gut. Na, gucken wir mal, wo wir denn stehen im großen Vergleich. Das war nicht gut. Bisschen zu spitz rein in die erste Kurve. Das hat gut Zeit gekostet, weil ich auf diesem gelben Curb gesurft bin. Ja, Grip Level ist sehr gut. Muss ich mehr draus machen. Und den Scheitel verpasst. Ah, das rächt sich jetzt, glaube ich, dass ich im Training keinen Quali-Probe-Run gemacht habe. Eine gute Linie. Wieder den Scheitel nicht getroffen. Trotzdem eine 1,5,2. Aber da geht auf jeden Fall mehr. Was jetzt dafür spricht, dass das Setup an sich nicht schlecht ist. Das Einzige, was mir jetzt direkt schon auffällt, was mir nicht so gefällt am Setup, ist das Einlenkverhalten. Da wirkt er ein bisschen dann doch zu, vielleicht doch zu soft. Da fehlt die Direktheit ein bisschen auf der Vorderachse. Aber ändert trotzdem nichts, dass ich einfach vom Timing das nicht gepasst hat. Na, und wenn ich halt natürlich sage, hier das verkackt, jenes verkackt, dann ging es immer so dramatisch. Das liegt dann einfach nur an meinem Perfektionismus, dass ich halt natürlich alles so möglichst perfekt haben möchte. Und dementsprechend das, ja, keine Ahnung, wenn ich das jetzt alles zusammenbekomme, sind es vielleicht 4/15, aber 4/15 ist halt auch eine Welt hier, auch gerade bei der kurzen Strecke wie Österreich. Deswegen Konkurrenz wird da auch nochmal nachlegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, mal gucken. Vielleicht bleibe ich auf den Reifen einfach auch und versuche es nochmal auf den. Ich glaube, ich krieg mit denen nochmal einen Run hin. Ding hier vielleicht sogar schon mal wieder hochstellen. Und dann versuchen wir gleich am Ende nochmal einen Run zu setzen. Also wie gesagt, Turn 1 war schon nicht gut. Turn 2 bzw. 3 ist es ja, war ganz gut. Das ist ja eigentlich normalerweise meine Achillesferse. Dann aber wieder Kurve 4 war nicht gut. Kurve 5 war
okayisch. Stufe 6 war okayisch. dann Kurve 7 ist es dann, glaube ich, keine Ahnung. Also die vorletzte Kurve auf jeden Fall war dann... Ja, eine Kurve habe ich vergessen. Es sind 9, glaube ich, insgesamt hier in Österreich. Ist auch egal. Also die vorletzte Kurve war dann aber auch nichts. Also ja, da liegt noch auf jeden Fall eine halbe Sekunde, würde ich sagen, liegt da drin, wenn ich alles treffe. Ja, Reifen lassen wir mal so. Das lassen wir auch mal so. Und dann fahren wir am Ende nochmal raus. Lass gerade mal überlegen, wann wir nochmal rausfahren. Ja, so bei 1,50 Rest, hätte ich gesagt, fahren wir raus. Das sollte passen. Deswegen spule ich dann direkt mal auch vor. Wir gucken mal, wann die meisten anderen rausfahren, dass wir uns da schön hinten dran gliedern können. Bringt ja auch nichts, wenn wir da voll in den Verkehr rasseln. Aber ich glaube, mit 1,50 sind wir ganz okay dabei. Ja, komm, gehen wir jetzt raus. Das passt schon. Wie gesagt, nochmal mit den gleichen Reifen. Das kann jetzt ja Genickbruch sein natürlich, aber ich riskiere es jetzt einmal mal, weil ich glaube, die Grundpace ist ja gut von unserem Fahrzeug. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal. Mal ein bisschen konzentrieren, dann poste ich schon. Vorne ist gelb, okay. So, versuchen wir wieder schön über die Bremse Reifen aufzuwärmen. Hier in dieser Kurve 3, da muss man einfach im Kopf, also für mich ist immer super wichtig, im Kopf zu wissen, wie die Strecke, also was für Kurven das sind. Sind es halt irgendwie nur leicht öffnende Kurve, schließende Kurven, 90-Grad-Kurven, weiß ich was. Und irgendwie habe ich in Österreich bei mir immer das so im Kopf eingebrannt gehabt, dass das eine 90-Grad-Kurve ist. Aber guck mal auf der Minimap, das ist keine Ahnung, wie viel Grad das sind, aber das ist fast schon eine Haarnadel eigentlich. Das muss man sich im Kopf mal klar machen und ich glaube, dann kriegt man die automatisch auch besser hin beim Fahren. So, ich riskiere mal das hier und jetzt kommt, let's go. Nicht gut, die erste Kurve, aber der Exit dafür besser davon. Aber da liegt bestimmt noch mal 1-2 Zehntel alleine. Das Heck ein bisschen mehr rotiert, als ich wollte. Vielleicht doch nicht die geilste Idee gewesen. Die Linie war besser, aber zu wenig Risiko gegangen. Also quasi aus der besseren Linie nichts gemacht, nicht das Tempo mitgenommen. Also da liegt auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, aber so oder so, es reicht erstmal fürs Q2 und das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Das ist auch das Mindestziel. Aber ja, so eine 4,9 oder so, was jetzt Alonso gefahren hat, sollte eigentlich drin sein. Deswegen verlieren wir keine Zeit, geht direkt weiter ins Q2 rein. Dann mit frischen Reifen nochmal. Kann das ja was werden. Ja, soll ich es riskieren, nochmal die zu nehmen, einfach nur zum Einfahren und dann ganz am Schluss nochmal die frischen? Ich glaube, ich mache das schon. Ich gehe das Risiko. Ich weiß, das Risiko hat sich manchmal auch schon nicht ausgezahlt, aber ich mache das jetzt einfach. Wir fahren mal bei 10 Minuten Rest raus. Sei denn, es ist zu viel Verkehr, aber ich glaube, es passt gerade. Wunderbar. Und, ist jetzt nochmal Park Fermé gekommen? I don't know. Aus da.
Eine Option wäre halt wirklich zwei, Outlaps zu fahren. Dass die Reifen so richtig auf Temps sind, aber I don't know. Weil mit den Reifen werde ich jetzt natürlich keine Bestzeit setzen, weil die einfach zu sehr abgerubbelt sind, aber einfach nochmal so ein bisschen Rhythmus aufbauen. Trotzdem schon mal eine Zeit gesetzt haben und dann alles auf den letzten Run setzen. Warum am Ende immer? Vielleicht das zur Erklärung. Naja, mit jedem Fahrzeug, was hier eine Runde setzt, setzt das Fahrzeug mehr Gummi aus dem Asphalt. Und je mehr Gummi auf dem Asphalt, desto mehr Grip. Und dementsprechend ist natürlich am Ende einer Session eine Zeit zu setzen, einfach von den besseren Verhältnissen schon mal tendenziell besser. Also man fährt am Ende der Session in der Regel, wenn man alles natürlich optimal trifft, eine schnellere Zeit wie am Anfang der Session. Auch wenn man natürlich am Anfang der Session weniger Druck hat, weil man weiß, man hat noch einen Versuch. So, jetzt aber komm. Wieder nicht, ey. Was ist denn mit Kurve 1 los? Im Training habe ich die jede Runde getroffen. Und kaum kommt es drauf an, kriege ich sie nicht mehr hin. Oh Gott. Extrem viel Wheelspin. Ja, irgendwie fällt mir die Balance gerade nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwie. Ja, das war nix. Hat sich nicht gut angefühlt, letzte Kurve nicht oder vorletzte Kurve wieder nicht optimal. Die erste irgendwie kriege ich gerade gar nicht mehr hin. Ja, müssen wir mal gucken. Also Q3 glaube ich nicht, dass es das wird, aber wir müssen ja trotzdem gucken, dass wir fürs Sprintrennen trotzdem eine ganz ordentliche Startposition hinbekommen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich eine zweite Outlap fahren soll. Das Ding ist halt, wann müsste ich denn da raus? Wie lang braucht denn so eine Outlap? Und ich müsste auch noch so timen, dass ich nicht in den Verkehr rutsche, ne? Das ist halt auch nochmal so eine Sache. Gar nicht so einfach. Aber ich würde es schon gerne mal probieren, zwei Outlaps zu fahren. Aber da müsste ich jetzt fast schon raus, oder? Ja, bei 3:30 hätte ich gesagt. Wenn wir bei 3:30 rausgehen, müsste es eigentlich reichen, schätze ich jetzt mal, für zwei Outlaps. Ich probiere das mal. Zwei Outlaps. Ich glaube, das probieren wir jetzt einfach mal. Dann machen wir die erste Runde richtig piano, die zweite dann wieder mit bisschen Bremsen und Taktieren. Nehmen wir jetzt frische Reifen auf jeden Fall. Benzin passt soweit. Dann gehen wir bei 3:30 raus und dann machen wir mal zwei Outlaps. All set, we're ready to go, so let's get a car out onto the track. Das heißt, im perfekten Falle fahren wir jetzt so, dass die rausfahren, wenn wir quasi in die letzte Dings einbiegen. Quasi, dass wir so hinter denen die Runde jetzt beenden. Mal gucken, ob das so klappt.
Na, also ich werde jetzt quasi einfach mal hier ein bisschen nach vorne gehen. Ich werde jetzt ganz gechillt die Runde fahren. So ein bisschen können wir die Bremse schon mal antippen, aber jetzt nicht so extrem, wie wir das gerade eben gemacht haben. Einfach so ganz piano die Runde fahren, die Reifen jetzt nicht zu sehr belasten. Ein bisschen können wir ja machen. Jetzt müssen wir ja hier schon mal extrem gehen. Genau, die fahren jetzt nämlich langsam alle los und wenn wir es geschickt machen, wie gesagt, sind wir quasi genau hinter allen, wenn wir quasi jetzt die zweite Outlap fahren, weil quasi, dass wir jetzt gemeinsam mit denen die Outlap machen. Von der Zeit her sollte das auch easy passen. Wir sollen halt bei so 1,30, sag ich mal, durch die erste Kurve fahren. Können jetzt hier nochmal ein bisschen langsamer machen. Ja, guck mal, die fahren jetzt alle raus und wir können jetzt schön hinten dran dann. Das hat jetzt dann ganz gut gepasst. Reifen sind dann auch ganz gut auf Temp. Weil wenn wir jetzt hier nochmal eine Outlap fahren, dann passt es wunderbar. Und wie gesagt, diese 1,30 haben wir dann ungefähr jetzt gleich in Turn 1. Dann passt es ziemlich perfekt. Reifen sind deswegen jetzt auch nicht kaputt oder so. Jetzt können wir hier schön nämlich nochmal ein bisschen aufwärmen, den Spaß. Haben gut Abstand nach vorne. Mal gucken wir mal, ob das was gebracht hat. Weil gerade bei der kurzen Runde kann das ja schon mal Sinn machen. Dann gucken wir doch mal. 30 seconds left in the session. Zaghaft die Kurve gefahren. Es gibt's nicht. Ich krieg gerade keine gute Runde hin. Kommt jetzt der Quali-Flug von mir wieder zurück. Wobei es ist Sprintwochenende. Sprintwochenende habe ich noch nie ein gutes Quali gefahren. Ne, das wird nichts. Ja, und jetzt wollte ich zu viel. Ach Gott, dammit. Brech die Runde ab. Das wäre jetzt auch unfair, so zu extenden. Ja, nee, das war gar nichts. Mal wieder typisch Ray und Sprintwochenende, ne? Keine Ahnung, ich hab's nicht zusammenbekommen. Tut mir leid. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir gleich im Sprintrennen vielleicht wieder Gutmachung leisten, wobei das natürlich schon schwieriger wird. Aber, ja, in letzter Zeit immer eigentlich ein gutes Qualifying gehabt, aber heute, also ich glaube, es wäre möglich gewesen, so eine 4-9 oder so, das wäre auf jeden Fall drin gewesen, aber, wie gesagt, Kurve 1 irgendwie nie hinbekommen, jetzt habe ich auch Kurve 2, beziehungsweise 3 ist es, auch nicht hinbekommen und dann irgendwie auch danach irgendwie schon den Wurm drin gehabt, vielleicht nicht hundertprozentig bei der Sache, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber sowas kann es halt mal geben. Deswegen lasse ich mich jetzt nicht entmutigen. Deswegen geht vielleicht jetzt gleich im Sprintrennen ein bisschen was nach vorne. Oder müssen wir einfach mal gucken, wie es läuft. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, an dieser Stelle springen wir rein ins Sprintrennen.
Willkommen beim heutigen Sprint. Das wird wieder ein fantastisches Wochenende. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hamilton, Russell, Verstappen, Perez, Norris, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Ocon, Bottas, Gasly, Albon, der einzig wahre, Stroll, Joe, Magnussen, Hülkenberg, Tsunoda, De Vries, Hauge und Logan Sargeant. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Ja, schauen wir mal. Wird schwierig genug. Zumindest mal im Sprintrennen werden wir, denke ich, nicht auf P8 fahren. Aber ja, schauen wir einfach mal. Wir gehen die Strategie und er sagt, ja, ich habe mir fast gedacht, dass wir sogar auf Softs switchen können. Wir haben ja auch noch einen frischen Reifen. Und das machen wir auch. Am Setup sonst ändere ich nichts ab. Und sprittechnisch, ja, ich riskiere mal ein bisschen weniger mitzunehmen, auch wenn der Vollgasanteil relativ hoch ist. Aber das passt schon. Und dann würde ich sagen, volles Risiko. Gucken wir mal, was geht. Aber ich denke mal, die Konkurrenz wird jetzt hier auch auf Soft switchen. Aber gucken wir einfach mal. Vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der auf Mediums ist. Und dann haben wir zumindest mal in den ersten Runden eine gute Chance, da was zu reißen. Rein da in die Einführungsrunde. Oh ne, tatsächlich nicht. Ja, das könnte vielleicht unsere Chance sein. Kann es aber auch sein, dass mit der Softreifen uns dann halt im Hauptrennen fehlt, ne? Deswegen umso wichtiger, das jetzt auch auszunutzen. Ja, Ocon ganz vorne in der Top 10, der ist ja aktuell unser Rivale. Da habe ich jetzt auf jeden Fall Punkte liegen lassen, aber mal gucken, was im Rennen noch so geht. Ich denke mal, alle... Ja, okay, Stroll da hinten im Aston Martin wird auch schwierig, aber sonst alle bis... Ja, bis zu den McLarens oder so sind vielleicht schlagbar. Jetzt gucken wir einfach mal. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall schneller kann, dass das Qualifying jetzt aber nicht gut war. Und ich glaube einfach, das Setup ist auch wieder ein Setup, was gerade im Long Run eigentlich ganz gut funktionieren sollte. Ich glaube auch dieses Upgrade der Hubdämpfer hat auch schon was gebracht. Zumindest mal in den Reifensimulationen sah es diesmal deutlich besser aus, was den Reifenverschleiß angeht. Deswegen auch nimmt es mich nicht so wunder, dass wir jetzt hier sogar auf Soft switchen können. Aber wir gucken mal. Wichtig wird halt sein, dass ich aus Kurve 3 sehr sanft raus beschleunige, nicht zu viel riskiere, weil da hat man ganz schnell ganz heftigen Wheelspin und das will man natürlich nicht. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle ganz viel Spaß und die bestmögliche Unterhaltung beim Sprint von Österreich hier in unserer MyTeam-Karriere, in unserem PXR Racing Formula One Team. Jetzt einen guten Start. Vielleicht können wir den Soft-Vorteil ja auch ausnutzen. Das wäre schon geil. Let's go. Okay, incredible parking there. Nice one. That's going to give you the edge if you can get a good launch as the race starts. Leider angedrückt vom McLaren oder was das war, sonst hätte ich glaube ich ja besser rausbeschleunigen können. Aber ja, man muss auch ein bisschen was riskieren, wenn ich schon Softs habe. Ich glaube, es war kein Kontakt mit Alonso. Also alles gut. Ja, so schnell geht's. Ich würde sagen, Soft-Vorteil habe ich ja mal richtig ausgenutzt. Aber jetzt erstmal hier im Rennen bleiben. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle direkten Konkurrenten schon mal hinter uns.
wenn ich es jetzt vielleicht schaffe, im DRS-Fenster von denen da vorne zu bleiben, könnte ich mich vielleicht ein bisschen mitziehen lassen. Aber das wird schwierig genug. Seien die Kämpfe natürlich so verrückt, dann kann das mir nochmal einen Vorteil bringen. Oh nein, 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 nein. Oh, Verstappen. Uiuiui. Aber überlebt. Racecraft, Baby. Naja, wie gesagt, wir müssen, glaube ich, den Vorteil der Soft jetzt auch richtig ausnutzen in dem Rennen. Weil ich glaube, ich habe dadurch jetzt den Soft fürs Hauptrennen hergeschenkt. Den wir da auch gebraucht hätten. Aber jetzt gucken wir mal. Hauptrennen ist morgen. Jetzt ist erstmal das hier. Ja, wir haben leider jetzt kein DRS natürlich. Alonso und Verstappen kämpfen miteinander, was natürlich nicht schlecht ist für uns. Ja, geil wäre, wenn Perez und Norris ein bisschen in Fight kommen, dass wir da das DRS mitsnacken können. Das wäre überragend. Weil das wäre jetzt überlebenswichtig, wenn wir hier das DRS mitnehmen könnten. Track aufpassen. Gap to your teammate behind is 8.6 seconds. Naja, aktuell kann ich das Tempo nicht mitgeben, deswegen muss ich jetzt hoffen, dass die gleich in Fight gehen miteinander. Caution, caution. Okay, be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Ja, das Tempo leider da nicht mitgehen. Aber auch nicht verwunderlich, es ist ein Red Bull und ein super krass stark McLaren. Das Sappen holt natürlich jetzt in Riesenschritten auf. Aktuell sind wir, wie gesagt, von der Position her eh besser als das, was unser Auto hergibt. Ja, alles gut. Selbst wenn wir jetzt Position verlieren, alles in Ordnung. Noch sind wir voll auf Kurs. Okay, so the gap to the car ahead, 1.8 seconds. Früher einlenken. Ja, wenn jetzt Verstappen vorbeigeht, dann müssen wir halt gleich ausnutzen, hinter ihm uns vielleicht ein bisschen ziehen zu lassen, damit wir vielleicht gegen Alonso eine Chance haben. Weil der Angriff wird jetzt wohl oder übel kommen. Wissen wir noch nicht.
Wenn wir jetzt natürlich dran sind an dem Grüppchen da vorne, vielleicht noch einmal verteidigen, wäre nicht schlecht. Und so hat jetzt auch ein bisschen Schwung verloren. Der ist jetzt wichtig, aber der hängt schon richtig dicht hinten drin. Jetzt muss ich aber einfach sehr konzentriert bleiben. I've got some information on Alonso. They've got an issue with their car, they're gonna be slow. Der ist eh unter uns. Das heißt, schon Alonso vielleicht keine Gefahr mehr. Aber da hinten ist glaube ich auch noch Piastri, der man auch nicht unterschätzen sollte. Das ist krass, wie stark halt Verstappen in diesem Red Bull ist. Ja, da kann ich nichts machen. Schade. Ja, das habe ich auch vor. Also wirklich, meine Mission ist jetzt wirklich, hinter dem Grüppchen irgendwie zu bleiben, irgendwie DRS, im DRS-Fenster zu bleiben, damit wir halt vor Piastri irgendwie bleiben können. Und es wäre immerhin auch ein Pünktchen, ne, mit Platz 8. Vorne geht es ganz schön heiß her, ey. Kann es Fluch und Segen zugleich sein. Weil das natürlich jetzt auch Zeit kostet, dadurch Piastri vielleicht dranbleiben kann. Boah. Hat das Auto kurz gerutscht. Das geht leider auch im DRS-Fenster von uns. Das macht es nicht einfacher. Es wird noch spannend. Aber selbst mit dem 9. Platz, auch wenn der keinen Punkt gibt, wäre ich sogar happy. Würde zumindest mal so... Sorry, das wollte ich gar nicht. Aber ich nehme es trotzdem an. Es würde immerhin das dann doch schlechte Qualifying ein bisschen wieder gut machen. Piastri ein bisschen das Dappen beschäftigen, auch wenn ich nicht glaube, dass das passieren wird. Das Problem ist, ich bin jetzt leider nicht im DRS, wenn es von Norris. Also im Mittelsektor ist die Konkurrenz schon stärker, aufgrund ihrer Autos und wahrscheinlich auch mittlerweile aufgrund den Mediums, weil die haben wir jetzt ein bisschen mehr Grip haben. Also wenn das jetzt blöd läuft, verliere ich gleich beide Positionen jetzt. Das werde ich nicht verteidigen können. Guck mal den Überschuss an. Aber ich habe jetzt immerhin wieder DRS und kann dadurch erstmal jetzt vor Piastri bleiben. Okay, er lässt mir die Außenbahn. Sehr nett. Aber das Problem ist, das bringt mich jetzt kein Stück näher nach vorne. Eigentlich brauche ich das DRS von da vorne. Das war nicht gut, da den Kies mitzunehmen. Ja, da fehlt mir jetzt nämlich der Seiten halt.
Da werden jetzt. Okay, er macht keinen Angriff, doch jetzt macht er ihn. Ist das gefährlich? Uiuiui. Ja, jetzt haben wir den Anschluss natürlich auf jeden Fall nach vorne verloren. Fehler von Verstappen da hinten. Unsere Chance vielleicht, sich doch nochmal abzusetzen. Da gab es auch einen Kampf, deswegen sind wir jetzt wieder dran, wie es scheint. Ah, wenn unser Auto ein Tick schneller wäre, ey, könnten wir da vorne echt gut mitkämpfen. Aber ich will mich nicht beschweren. Wir sind eh überperformen sowieso viel zu gut in dieser Saison. Aber ich sage immer noch, das wird sich rechnen. Ich glaube, wir werden in der zweiten Saison keinen so gewaltigen Sprung nach vorne machen, sondern eher dieses Niveau halten. Aber es wäre auch okay, weil wir sind jetzt quasi schon auf dem Niveau, wo ich uns eher in der zweiten Saison gesehen hätte. Aber gucken wir mal. Saison ist auch noch nicht zu Ende. Kann sich alles noch anders entwickeln. Ja, und schon sind wir wieder nicht mehr dran. Krass. Aber jetzt eh schon letzte Runde und ich glaube, wir haben sehr gute Chancen, Platz 7 zu halten. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Also sage ich jetzt auch nicht nein. Wie gesagt, Nachteil vielleicht im Hauptrennen, weil uns ein Softreifen fehlt in der Strategie. Aber man sieht ja, so viel langsamer scheinen die Mediums nicht gewesen zu sein. Weil das natürlich jetzt auch täuschen kann. Die fahren alle einfach auch ein deutlich besseres Fahrzeug. Aber es kommt ja darauf an, wie man im Rennen fährt. Nicht nur die reine Speed. Und was schon mal sehr positiv anzumerken ist, ist, dass das Hubdämpfer-Upgrade, was ja den Reifenverschleiß ein bisschen senken soll, wohl schon wirklich erste Früchte trägt. Das, was ich ja als unsere große Achillesferse im ersten Drittel dieser Karriere ausgemacht habe, könnte jetzt schon wirklich in die richtige Richtung gehen. Ich habe gar nicht auf den Sprit geachtet. Ja doch, der reicht easy. Ja, nice. Platz 7, 2 Pünktchen aufs Konto und eine gute Startposition fürs Hauptrennen. Da sage ich nicht nein. Natürlich werden wir im Hauptrennen eher nicht so nach vorne kämpfen, aber passt schon. Sogar Fahrer des Tages, nice. Ja gut, mega Start einfach, ne? Einfach ein mega Start. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Die Situation an der Spitze ist nach diesem schwierigen Rennen für unseren Weltmeisterschaftsführenden eine andere. Der Abstand hat sich verringert. Die Startaufstellung steht jetzt also fest und wir freuen uns auf ein fantastisches Rennen. Schalten Sie morgen wieder ein, um live mit dabei zu sein. Und bis dahin sage ich ciao und bis morgen. Ja, da schließe ich mich an, sofern YouTube nicht irgendwie wieder ein Video sperrt oder so. Aber ja, ansonsten bis morgen. Ich lasse dich nochmal mit den Highlights alleine, da dürfte der Start in Gänze drauf sein. Und ja, dann Däumchen nach oben wäre nice und bis dann. Ciao.